So, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, geht es wieder um meinen neuen E-Scooter, Ninebot G30 LD. Ich möchte heute ein wenig auf die Funktionen eingehen, wie so ein E-Roller funktioniert und was man so beachten sollte. Wenn jemand von euch so einen E-Scooter hat und ich vergesse, was wichtig ist, hier in dem Video zu erwähnen, dann könnt ihr das gerne im Kommentarbereich ergänzen, lese ich mir gerne durch. Und ganz wichtig, wenn Fragen aufkommen, jetzt von dem einen oder anderen von euch zu E-Scootern, dann könnt ihr die gerne auch in den Kommentarbereich schreiben. Ich versuche dann, diese zu beantworten, soweit es mir möglich ist. Oder aber jemand, der sich besser auskennt, kann dann diese Fragen gerne auch beantworten. Okay, fangen wir an mit dem, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Als allererstes braucht ihr für euren E-Scooter ein Versicherungskennzeichen von eurer Versicherung. Das ist wirklich super günstig. Ich zahle 17 Euro im Jahr. Das wird bei den meisten Versicherungen auch so sein, so günstig. Ohne Versicherungskennzeichen dürft ihr mit dem E-Scooter nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Dann ist euer E-Scooter nicht versichert und das gibt nur Ärger. Also auf jeden Fall Versicherungskennzeichen holen, super günstig. Das ist das Erste, was ihr bei einem E-Scooter machen müsst. Ja, dann gehen wir mal auf die Räder ein. Bei E-Scootern gibt es verschiedene Größen. Ich glaube 8 Zoll, 9 Zoll, 10 und 11 Zoll. Ich habe hier 10 Zoll Räder und zwar mit Luftreifen. Neben Luftreifen gibt es noch schaumstoffgefüllte, so Art Kunststoffreifen. Beide haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Luftreifen ist ganz klar, dass ihr wenigstens ein minimal bisschen Restkomfort habt. Denn eines muss euch klar sein, so ein E-Scooter ist keine Komfortsänfte. Wenn ihr auf einem bisschen unebenen Straßenbelag unterwegs seid schon, merkt ihr jede Unebenheit. Es gibt Erschütterungen. Und da sind so Luftreifen natürlich, schon gut, dass sie wenigstens ein bisschen das Ganze abfedern. Aber Freunde, es ist minimal. Es gibt E-Scooter, die haben hier eine Dämpfung. Die sind teurer, das muss man wissen. Und die meisten E-Scooter haben so eine Dämpfung nicht. Und wenn so eine Dämpfung nicht vorhanden ist, dann sind solche Luftreifen doch schon ganz gut, dass man wenigstens ein bisschen das Gefühl hat, dass nicht alles durchschlägt und man nicht richtig durchgeschüttelt wird. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, es ist minimaler Effekt mit diesen Luftreifen. Je nach Straßenbelag, es schüttelt euch durch. Der Nachteil dieser Luftreifen ist natürlich ganz klar, ihr könnt euch einen Nagel reinfahren, ne? Oder sonst was, und das Ding ist platt und ihr müsst den Reifen wechseln. Das kann euch bei einem schaumstoffgefüllten Reifen nicht passieren, dass dieser einen Defekt hat. Der Nachteil von einem schaumstoffgefüllten Reifen ist ganz klar, dass noch weniger Komfort bis gar kein Komfort vorhanden ist, weil diese Reifen natürlich knallhart sind. Ne? Also wie gesagt, Luftreifen haben Vor- und Nachteile, Schaumstoffreifen haben Vor- und Nachteile. Ich bin doch ganz froh, dass ich diesen Luftreifen habe. Die Gefahr, dass man sich was reinfährt, klar, die ist gegeben, aber da habe ich wenigstens das Gefühl, ein bisschen komfortabler unterwegs zu sein. Ne? Ja, dann nochmal auf die Radgröße einzugehen. Ich habe auch 8 Zoll E-Scooter gefahren und die sind im ersten Moment, haben die so das Gefühl, oder du hast das Gefühl, ein bisschen wendiger unterwegs zu sein. Allerdings bin ich froh, hier 10 Zoll zu haben, denn je größer die Räder sind, umso erwachsener fährt sich so ein E-Scooter. Irgendwie er fährt sich so, wie soll ich sagen, so gelassener. So, du fährst irgendwie sicherer. Es ist irgendwie, das Gefühl drauf zu stehen ist auch ein bisschen anders da. Je kleiner die Reifen sind, mit 8 Zoll zum Beispiel, klar, das Ding ist dann wendig, aber ich finde die Dinger auch dann ein bisschen nervöser. Aber wie gesagt, gerne mal eure Meinung, wenn ihr so einen E-Scooter fahrt, wie ihr das seht mit der Reifen- oder Rädergröße. Ich bin froh, hier 10 Zoll zu haben und ich bin auch froh, dass ich Luftreifen habe. Ne? Das kann ich jetzt schon nach der ersten Zeit definitiv sagen. Gut, kommen wir als nächstes zu den Bremsen. Ich habe hier eine
Vorderrad-Trommelbremse und ich habe ja Hinterradantrieb. Es gibt ja E-Scooter mit Vorderrad- und Hinterradantrieb. Ich habe Hinterradantrieb und habe eine Motorbremse hinten. Und in dem Zusammenhang muss ich jetzt erstmal erwähnen, dass es bei Segway für die E-Scooter eine App gibt. Und diese App ist wirklich gut. Da kann man vieles einstellen, man kann vieles ablesen. Und unter anderem, ganz wichtig, man kann in der App einstellen, wie stark die Motorbremse ist. Es gibt drei Stufen, leicht, mittel und stark. Und wenn ihr die Motorbremse auf mittel oder stark stellt, dann braucht ihr fast diese Vorderradbremse gar nicht zu betätigen. Außer im Notfall, klar, wenn eine Gefahrensituation auftritt, im Straßenverkehr, um ganz schnell zu bremsen, zieht man die und die ist wirklich gut, die greift gut zu. Oder aber, wenn ihr ganz zum Stillstand kommen wollt. Aber so, wenn ihr mitrollt im Straßenverkehr und dann mal abbiegen wollt und ein bisschen vorausschauend fahrt, immer den Blick nach vorne habt und dann im richtigen Moment diesen Gashebel hier loslasst, hier wird ja Gas gegeben, und den dann loslasst, dann braucht ihr im normalen Mitrollen im Straßenverkehr diese Bremse hier gar nicht, weil die Motorbremse wirklich sehr stark verzögert. Also ich fahre meistens in der mittleren Stellung oder aber auch manchmal in der starken. Wenn ihr die leichte Stellung nehmt, dann müsst ihr häufiger auf jeden Fall diese Vorderradbremse hier nehmen. Also mittlere Stellung ist schon gut und bei der starken Stellung, also Einstellung, da verzögert die Motorbremse wirklich sehr gut. Dazu kommt noch, dass wenn die Motorbremse verzögert, auch leicht rekuperiert wird. Es fließt ein bisschen Energie in den Akku zurück. Aber Freunde, ganz ehrlich, das könnt ihr vernachlässigen. Das ist minimal. Das könnt ihr nicht vergleichen mit dem Rekuperieren von einem E-Auto. Das ist so ein Nebeneffekt, sage ich mal, dass ein bisschen Energie zurückfließt. Wichtiger ist, dass die Motorbremse euren E-Scooter stark verzögern kann, ohne dass ihr groß die Vorderradbremse nutzt. Und das ist wirklich ein toller Effekt. Also die Motorbremse hier ist wirklich sehr gut, lässt sich gut über die App einstellen. Ein ganz tolles Feature, muss ich wirklich sagen. So, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, wir haben hier am Lenker den Gashebel. Das heißt, wenn ich jetzt hier Gas gebe und das Ding ist an, dann fahrt ihr nicht los. Ihr müsst den E-Scooter ganz kurz so ein bisschen mit einem Fuß so abstoßen, müsst ihr euch am Boden. Dass das Ding ganz kurz anrollt und dann drückt ihr hier runter und dann könnt ihr fahren. Ne? Hier haben wir eine schöne Klingel, die ist schön integriert. Auf unebenem Grund, ja, da wackelt das hier ein bisschen, aber es geht. Ne? Schön gelöst hier, finde ich, die Sache mit der Klingel. Ja, dann schalte ich das mal kurz ein. Das blinkt wahrscheinlich jetzt wieder, weil hier wegen Kamera und diesen Anzeigen, das kommt halt ein bisschen komisch rüber. In Natura blinkt natürlich gar nichts. Das ist natürlich ganz normal. Dann könnt ihr hier Licht einschalten. Ihr habt hier die Anzeige der Akkustärke, wie viele Balken ihr noch habt. Hier wird die Geschwindigkeit angezeigt. Und ihr könnt noch drei Modis auswählen. Die könnt ihr durchschalten. Und zwar haben wir hier Sport. Wir haben hier Eco. Und wir haben hier Normal. Und soweit ich weiß, bitte mich verbessern, wenn ich was Falsches sage, erreicht ihr in allen drei Modis die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Allerdings, der Unterschied der Modi ist, dass ihr bei Sport richtig schnell vom Fleck kommt und bei Eco langsamer. Es dauert also je nach Fahrstufe länger, bis ihr 20 km/h erreicht. Und das ist ja auch so ein Ding, EU-weit ist die Regelung eigentlich so, dass in allen EU-Ländern, habe ich ja schon mal gesagt im letzten Video, 25 km/h Höchstgeschwindigkeit ist. Hier in Deutschland, man übernimmt jeden Käse von der EU und dann hat die EU-Regelung mal etwas besser, dann macht man es schlechter. Hier in Deutschland sind für alle E-Scooter nur 20 km/h erlaubt. Und das ist eigentlich schon sehr schade. Weil 25 km/h, denke ich mal, wäre doch absolut drin gewesen. Also man traut dem deutschen Bürger nicht zu, dass er sicher mit 25 km/h so einen E-Scooter bewegen kann und sagt halt dann hier in Deutschland 20 km/h.
Also das ist für mich absolut unverständlich. Vielleicht wird es irgendwann nochmal geändert, weil derselbe E-Scooter von Segway, der Ninebot G30 LD, derselbe fährt in Österreich mit 25. Und in den USA ist sogar 30 erlaubt. Aber okay, so viel zu dem Thema. Ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt. Ich finde es eine komische Regelung. Ja, was wollte ich noch dazu sagen? Ich komme gleich dazu. Gerade mal überlegen. Es kommt gerade jemand vorbei. Hallo. Und zwar geht es jetzt noch um die Lenkstange. Die Lenkstange ist wie bei allen E-Scootern kippbar. Man löst das hier, das kann ich jetzt schlecht machen, weil ich die Kamera hier in der Hand habe. Man löst das hier ganz einfach, dann kann man die Lenkstange umklappen, man arretiert sie hier und dann ist das Ding recht kompakt. Man kann es ins Auto tun, in den Kofferraum und kann es mitnehmen. Also das ist eine tolle Sache, dass man irgendwo im Auto hinfährt, vielleicht am Stadtrand irgendwo hinfährt und dann das Ding aus dem Kofferraum nimmt und eben in die Stadt mit dem E-Scooter fährt. Eine Stadtbesichtigung macht, wenn man irgendwo ist. Man braucht dann nicht groß irgendwie in der Stadt sich einen Parkplatz suchen. Man parkt halt irgendwo, wo es leichter ist, vor der Stadt. Beispielsweise. Also wie gesagt, die Lenkstange ist kippbar. Leider sind die Lenker nicht kippbar. Es gibt E-Scooter, da kann man auch die Griffe hier so ein bisschen einklappen, dann wird so ein Ding noch kompakter im Kofferraum oder so. Aber zumindest man kann die Lenkstange runterlegen. Ja, was gibt es noch Wichtiges zu erwähnen? Wir haben hier Reflektoren. Ja, das ist bei jedem E-Scooter vorhanden an verschiedenen Stellen. Oder ist das, glaube ich, gesetzlich vorgeschrieben? Das weiß ich gar nicht genau. Wir haben auch hier einen Reflektor. Wir haben hier ein schönes LED-Licht, was nachts doch ein gutes Licht macht. Man kann durchaus was sehen nachts. Und hinten hat man eben auch ein LED-Licht angebracht. Ja, das ist noch zu erwähnen. Und zu meinen ersten Erfahrungen jetzt nach einiger Zeit, wo ich jetzt mit dem Ding unterwegs bin, muss ich sagen, top, super Kauf, tolle Qualität, auch die Verarbeitung. Also ich habe ja gesagt, ich will, wenn ich schon so ein Ding kaufe und Gutes haben, also hier auch das Ganze, wie das hier geschweißt ist und gemacht ist und massiv auch hier ist und fest und ja, das ist schon wirklich gut. Ja, hier haben wir einen Ständer, der stabil ist. Das ist schon richtig gut gemacht, also sehr zuverlässig. Man fährt gut damit. Man macht seine kleinen Erledigungen in der Stadt, zieht mir einen Rucksack auf, kann auch kleine Einkäufe damit machen. Es macht einfach Spaß. Es ist eine tolle Ergänzung für meinen i30N. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist ja ein riesen Kontrast. Ein lauter i30N Verbrenner und so ein leiser E-Scooter. Komplett unterschiedlich, aber es ergänzt sich halt wunderbar. Je nachdem, für was man es braucht. Ja, das waren so erstmal die Funktionen zu diesem E-Scooter. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentarbereich. Ich versuche diese zu beantworten, soweit es mir möglich ist. Und wenn ich was vergessen habe, was wichtig ist, was man noch erwähnen sollte, könnt ihr gerne auch in den Kommentarbereich schreiben. Zumindest halt die so einen E-Scooter haben oder überhaupt einen Scooter haben, was da noch wichtig ist zu wissen, vielleicht bei den Rädern, mit den Radgrößen und Luftreifen, Schaumstoffreifen und so weiter, was da noch eventuell wichtig wäre, auch das könnt ihr gerne in den Kommentarbereich schreiben. Ja, ich überlege noch ein bisschen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich hatte mir eigentlich alles so ein bisschen im Kopf zurechtgelegt. Es ist ja nicht viel, ne? Wichtiges, was hier dran ist. Und ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Hier, wie gesagt, das ist dann der Haken, mit dem ihr eben das hier hinten dann arretiert und festmacht, wenn ihr den Lenker umklappt. Aber ich glaube, ich habe doch jetzt soweit alles genannt. Motorbremse ist top. Über die App wird das eingestellt. Das ist schön. Die Fahrmodi stellt ihr oben am Display ein. Ja, da, wie gesagt, wer es besser weiß, soweit ich weiß, erreicht ihr in jedem Fahrmodi die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Unterschied ist halt der Anzug. Und im Sport ist schon deutlich, deutlich schneller vom Fleck kommt ihr als in Eco. Ne? Eco ist halt ein bisschen stromsparender. Ne? Ach so, genau. Ach, herrlich. Doch noch ein Stichwort gekommen, Stromsparen. Auf den Akku bin ich ja gar nicht eingegangen. Ja, wir haben hier einen Akku mit einer Reichweite von rund 40 Kilometern. Es gibt diesen
Ninebot auch mit 60 Kilometer. Mir reichen diese 40 Kilometer vollkommen aus. Ich lade diesen E-Scooter, je nachdem wie ich fahre, einmal die Woche auf. In 4 Stunden ist das Ding von 10% auf 100 voll. Also der große Akku, wo ihr 60 Kilometer fahren könnt, der braucht glaube ich 6 Stunden, bis er auflädt ganz. Aber diese 30, 35 Kilometer, was der hier fährt, oder je nachdem auch vielleicht mal 40, kommt drauf an, wie ihr fahrt, reicht mir vollkommen aus. Ne? Und der größere Akku ist natürlich auch ein bisschen teurer. Muss man wissen, ob man sowas braucht. Also 35, 40 Kilometer reichen für mich vollkommen aus. Die erreiche ich auch gut. Meist sind so um die 35. Mit einer vollen Ladung komme ich so ungefähr 35 weit. Ne? Das kann ich sagen. Und das Ganze wird, das kann ich noch zeigen, hier neben wird das Ganze mit einem Ladegerät dann geladen. Ne? Das ist dabei, das Ladegerät. Und dann kann man das laden. So, wieder dran. Ja, hier noch ein paar Hinweise und so. Steht hier noch ein bisschen was dran. Ja, Freunde, das denke ich mal, jetzt habe ich aber alles mit dem Akku noch, dass ich das noch genannt habe. Und eins kann man noch sagen, so als Schluss noch, das Gewicht. Ja, das Gewicht natürlich. Auch fast vergessen. Ach, wenn ich mir nicht alles hier aufschreibe, ich vergesse immer alles. Das Gewicht sind 17,7 Kilogramm, also sagen wir mal 17,5 Kilo. Und mit dem größeren Akku, der Ninebot ist halt auch ein bisschen länger von der Trittfläche her. Und der Lenker ist, glaube ich, noch ein bisschen höher. Der wiegt rund 2 Kilo mehr, also fast 20 Kilo. Und wenn ihr den 17,5 Kilo, wenn ihr den Lenker umklappt und dann hochhebt, ja, es ist schon, man merkt es schon. Also ich möchte das Ding nicht weit tragen, aber ins Auto rein und mal eine kurze Treppe hoch, das geht noch. Aber weit laufen möchte ich mit 17,5 Kilo nicht. Ne? Also Gewicht runde 17,5 Kilo und Akkureichweite runde 35 bis 40 Kilometer. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Okay, vielleicht kommt noch mal ein Video dazu. Ich muss mal sehen. Ansonsten heute herrlich sonniger Tag und ich fahre gleich eine Runde mit dem Gerät noch was erledigen. Eben die kurze Strecke, dafür ist er da, dafür macht er Spaß. In dem Sinne, bis bald Freunde, macht's gut und tschüss.